mitgebracht. Ach, da liegt die. Gamer TV 12.022. Red Red Row oder Red Row. Jahre 252. The Barbie 1304. Elmi Emilis 1. Mordonnen. Ich hab Maradona gelesen. Mordonnen. PGA mehr. Oh, Lady Fleischbällchen. Windows 872. Windows hat mich adoptiert. Adoptiert, ich weiß auch nicht. Abonniert, Windows hat mich adoptiert, Leute. Play Minecraft 7. Ein Nutzer ohne Namen. Ich merke gar nicht, ich hatte ganz die Musik. HSV Boy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Svenik 1, 2, 3. Lightshot. Funny Andy at Home. Robert Edmund Nikotowski. ResiFreak 03. Und Clan TRFS. Meine Kraft. Ein neuer Nutzer. Sollte man die neuen Nutzer als erstes vielleicht raussondern. Gut, das kann ich ja nicht vorlesen. AIEX.HD. Der André Hillmann. Hier, wow. Mr. Lucky 22678. Mary, also Maya. Maya. Der Nigel Hasira. Hat wir nicht schon? LOL XD 1534. The Bornek. Und ich glaube, jetzt mache ich wieder eine kleine Vorlesepause. Jetzt spielen wir nämlich weiter, weil jetzt habe ich noch 155 Namen left. Ja, so viele sind es leider. Ich kann es nicht ändern. Ja, die Mission kenne ich zur Genüge. Trotzdem möchte ich... Die Mission geht nämlich hier rüber. Deshalb müsste ich erstmal die anderen Türmchen erstmal freischalten. Es ist zwar totaler Humbug, aber wir müssen diesen einen Turm einmal freischalten. Ich war's nicht. So. Hier wird übrigens auch das Wichtigste stattfinden. So, da muss ich rein. Ganz hinten in die Ecke und ich kann euch jetzt schon sagen, dass hier auch alles stattfinden wird. Das heißt, hier werden wir unseren... Oh, Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass das da... Dass das zu ist. Muss ich hier in die Ecke? Hier lang? Haltet eure Augen offen! Was? Wieso wusstet ihr, dass ich ein Assassine bin? Könnt ihr die nicht? Ich konnte die ihnen kommen. Ich sehe ihn. Ihr seid hier nicht erwünscht. Flügel und Flügel. Ist mir egal. Tod und Feind. Auch du könntest mir entfliehen. Er wirft dich wie ein Ring. Hier, genau hier. Wo wir jetzt sind. Findet nachher der Eckkampf statt. Ich sag's euch. Und das, was wir gerade machen, werden wir hier nochmal machen. Kannst du mir was einschenken? Da, von da unten. Danke.
Ja, ich kann ja gerade hier nicht weg. Ich habe ja hier so einen Massenauflauf. Ja, ich habe hier so einen Massenauflauf, der getötet werden will, weil er lebenslos ist. Nein, leider nicht. Genau. Ja, genau. Und wäre schön, wenn du erstmal das angebrochene Süße weg ist, bevor du was Neues anfängst. Du hast noch Chips. Ja, und es ist aber auch, hat auch was mit Naschen zu tun. Doch. Oder die Plätzchen. Also die schmecken immer noch. Die werden weggegessen, bevor du irgendwas angehst. Nein, das schneide ich nicht raus. Das gehört zum Let's Play. So. Ja, du renderst den Scheiß noch. Nein, das machst du nicht. Ich renne diese Folge eigenständig. Nur damit jeder weiß, dass mein Freund sich lieber was Neues aufmacht, anstatt etwas, was ich... anstatt was zu essen, was mühevoll gebacken worden ist. Und zwar für ihn. Es wurde für dich gebacken. Und jetzt isst du es auch. Zum Beispiel die Sterne, die da noch sind. Die kannst du noch essen. Da ist sogar was Süßes drin, Marmelade. So. Natürlich haben die Probleme mit ihren Frauen. Männer haben immer Probleme mit ihren Frauen, weil sie einfach nicht zuhören, was die Frau sagt. Bin ich der Meinung. So. So er sich wieder zeigt. Ich müsste mein Nase jucken. Das war ich nicht. Das wollen wir klatschen. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich verschwinde lieber. Ach ja, wer Revelations gesehen hat, ja, das hier war der Turm. Mist. Ich muss hier irgendwie... So. Und nur wer Revelations gesehen hat, weiß, was ich meine. Oh, das ist dieser ätzende Turm. Nein! So. Ach ja. Das ist auch ziemlich hoch, muss ich sagen. Und ziemlich an einer ziemlich blöden Ecke. Habe ich nicht vorhin gesagt, dass ich nur 155 Mails habe? Jetzt sind es wieder 171. Komisch. So, hier müssen wir irgendwie hoch. Und ich warte darauf, dass mein Freund ein Keks isst. Hier ist gar nichts. Oh, toll, jetzt ist er gar nichts, weil ich ihn verschreckt habe wegen meinen Keksen. Ich habe Kekse gebacken. So, die will er nicht fressen. Guck hier, ich nehme einen Sternkeks und weiß rein. Er wird uns nicht noch einmal durchschlüpfen, seid dessen versichert. Er ist uns schon einmal entkommen. Das darf nicht wieder geschehen. Wer ist euch entkommen? Der böse Assassine? Entschuldigung, aber der hat halt andere Sachen noch vor. Als auf euch zu warten. Hat das wehgetan? Haltet an! Bitte! Ihr tut mir weh! Hört nur, wie er jammert! Wie erbärmlich! Ich hab doch nichts getan! Warum so. Tut ihr das nur? Hey! Das macht Spaß! Was willst du? Tut mir weh, bitte! Haltet euch fern von mir!
Stell dich! Da wirst du sterben! Okay. Ich muss immer mit der Laufzeug aufpassen. Ich merke das nicht auf dem Ohr, aber ich glaube, dann werde ich ganz schön leise. Ja. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Wir haben mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Manche sagen echt viel und manche sagen total wenig. So. Information, Herausforderung, Flaggen. Ja, das machen wir einfach mal. Da lang. Da lang. Ich möchte jetzt eigentlich gerne, ganz, ganz gerne wieder hier raus. Wo ist denn die Tür? Da hinten. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Habt ihr das so. Gefühl? Ja, ich jag mich schon alleine weg. Das kann ich auch gut alleine. So. Da oben sind, gibt es übrigens auch einige Flaggen, die man mit Klettern erreichen kann. Mache ich nicht noch einmal. So. Da steht er. Mal gucken, was diesmal seine, seine Ausrede ist. Wieder zurück, Alter, ihr. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Okay. Es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Ach da. Okay, wir sollen also wieder so ganz, ganz viele Flaggen einsammeln und ganz schnell sein und überhaupt, dann hast du nicht gesehen. Und er hat das einfach nur zum Spaß gemacht, weil er lustig ist. Ja, ich komme da ja noch gleich. Darüber und darüber. 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 Oh, oh. Nein! Nicht schon wieder. Das ist immer so ärgerlich, weil man muss ja wieder hier hochklettern. Ich meine hier rüber. Achso. Die mitgenommen? Hier war doch eine. Ach, da hinten war erst eine. Entschuldigung. Darüber. 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 Hier um die Ecke. Mal gucken, welche Informationen er hat. Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Okay. Wilhelm wird sich zurückziehen, sobald er von König Richard in seine Schranken verwiesen wird. Das mache ich aus dem Grund noch nicht, weil muss man nämlich einige hier auf diesen Weg freilegen und dafür möchte ich erst die Aussichtstürme haben. Hat also eigentlich nur einen praktischen Nutzen, warum ich das jetzt noch nicht mache. Ihre Nachforschungen sind beendet. Ich fürchte, nein. Meine Nachforschungen sind erst dann beendet, wenn das Gebiet freigelegt worden ist. So, ich muss jetzt erstmal schauen. Wie viel? Ich habe nur noch eine. Ich muss auch mal wieder klauen. Klingt doof, ist aber so. Okay, wenn ich die als erstes kriege, dann mache ich natürlich die als erstes. Dann machen wir es mit dem. Schade, dass ich keinen Mehrschock geschafft habe. Es ist wirklich schade, weil sind so verdammt dick und manchmal schafft man das nicht. Man sieht schon, die hier, die Dicken, die haben auch mehr Variationen als die Kleinen. Und die zu erreichen, okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. So, das müsste mir aber wieder ein Synchronität gebracht haben.
Und hin, und hin. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Okay, dann mach das. Die Rache Gottes. Oh mein Gott, so, jetzt müssen wir hier lang. Und hier müsste eigentlich schon der nächste Bürger das Problem haben.